jetzt ein Tabata-Workout, wieder 4 Minuten. Mit meinem Timer, ohne Timer kann ich das nicht. Und zwar geht es wirklich wieder um ein Cardio-Tabata und es geht auch ordentlich in die Beine. Ja? Zwei Techniken nur, der Buddha-Sprung, den mache ich vor, und dann nur Ausfallschritt nach vorne, also der gesprungene. Ne? Das Schöne ist, dass man natürlich, wenn man dieses Teil nicht hat, auch die Sachen machen kann. Das ist natürlich dann halt ein bisschen gelenksbelastender. Ne? Ich mache jetzt mal an, 30 Sekunden Zeit und dann fangen wir an. Das heißt, der Buddha-Sprung, gerade bleiben, ich mache es mal so vor. Hier mit den Fäusten berühren wir das und springen hoch. Ja? Das ist der Buddha-Sprung. Ganz wichtig, gerader Rücken runter. Und wir fangen an. In 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und tief und hoch. Tief, ihr müsst auch gar nicht so, also nicht ganz hoch strecken, sondern hoch springen. Tief hoch. 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 Sehr schön. Und Ausfallschritt nach vorne und hinten gesprungen. Ja? In 3, 2, 1 und Arme mit. Und schnell. Wieder den Buddha-Sprung. Ihr müsst jetzt wirklich nicht irgendwie so hoch springen. Ja? Versucht, in den Knien so ein bisschen zu bleiben und hier hoch und wieder runter und hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch. Vorbei. Ne? Die Hälfte habt ihr. So, wieder Rudersprung. Und noch einmal. Sehr schön. Und dann wieder der schnelle. Und dann kommt noch einmal der Buddha-Sprung und noch einmal das Schnelle und dann ist das auch wieder vorbei. Und schnell! Sehr schön! Letztes Mal den Buddha-Sprung. Mit zwei Techniken, den Buddha.
Rudersprung und den gesprungenen Auswärtsschritt. Jetzt erstmal schön runterkommen ein bisschen.